Maybe me. Maybe the camera. Hallo. Die Ramona hat mal wieder einen Kuchen bekommen. Das möchte ich euch jetzt zeigen von unserem lieben Freund, dem John. Look at this beautiful cake. Say hello to the camera, guys. And this lovely man made it. Thank you very much, John. All for the memory, say no something. Problem. No problem? No, no worries, no. Mate. Hallo, willkommen im australischen Sommer. Und willkommen bei Fernweh. Wir machen jetzt ein etwas verspätetes Video. Und zwar ist vielleicht den treuesten von euch aufgefallen, dass wir eigentlich zuvor noch gesprochen haben, dass wir die Zwiebelernte ausprobieren über einen Contractor. Und da gibt es noch eine lustige Geschichte, ja, die wir euch bisher vorenthalten haben. Und zwar war das so, dass wir mitten in der Nacht kommen sollten. Um 2 Uhr natürlich. Um 2 Uhr, wir sind natürlich aufgestanden und haben uns vorbereitet, Essen vorbereitet und so weiter. Und dann sind wir halt da mitten in der Nacht gestanden, in Getten, wo wir uns treffen wollten. Genau. Und haben halt 45 Minuten gewartet circa und es ist halt keiner aufgetaucht. Es hat keine Anrufe, nichts. Wir haben halt versucht, dann anzurufen, niemand hingegangen. Ja, auf jeden Fall haben wir gedacht, ja, wenn es schon so anfängt, nach 45 Minuten, fahren wir wieder heim. Dann fahren wir heim und gehen wir wieder ins Bett schlafen. Das war's dann, also wenn es schon am ersten Tag soweit ist, also dann, wer weiß, ob es nachher mit der Bezahlung klappt und so weiter. Genau. Auf jeden Fall, aber glücklicherweise hat dann schon ein oder zwei Tage später sich die gute Farm gemeldet. Bauer Farm. Oh. Die Farm, die andere Farm. Die gute Farm hat sich gemeldet. Und ja, auf jeden Fall hat sich dann die Farm, wo wir schon quasi 3 Wochen später anfangen können, dann früher gemeldet. Zwar sind die 2, für die wir dann einspringen, sind früher gegangen, sodass wir dann eigentlich quasi schon direkt nach dem Wochenende anfangen konnten. Fast 2 Wochen früher dann. Und seitdem sind wir da. Jetzt fast 5 Wochen, schätze ich mal, ja, ungefähr. Und ja, wir sind zufrieden. Also es ist teilweise sehr hart. Also ich muss manchmal den ganzen Tag irgendwelche Paletten stapeln, also immer so 20 Kilo Boxen, die man halt packt und dann geht das schnell am Band. Also ihr habt es ja gesehen mit den Karotten, aber wir machen halt auch Kartoffeln und auch anderes Gemüse, aber hauptsächlich Karotten und Kartoffeln. Oder manchmal ja, die Kartoffelsäcke schnell immer zunähen und stapeln. Ja. Ramona muss immer sortieren. Ich sortiere immer die Kartoffeln aus oder ich sortiere dann immer die Karotten mit anderen Arbeitskollegen zusammen. Es ist auch hart. Ja, und wir genießen heute unseren freien Tag hier. Wochenende. Wir sind nach Toowoomba gefahren. Na, kommt da Weihnachtsstimmung auf oder was? Weihnachtlich 38 Grad. Schicken wir mal. Sonst noch was.